Mach, mach, mach! Oh mein Gott! Oh, was geht ab, Freunde? Mama, das hast du von Emra geklaut, Mama. Nice, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen heute was ganz Besonderes. Und zwar habt ihr es alle bestimmt mitbekommen, dieser Trend aus Japan, wo alle einfach so einen Spiegelball aus Alufolie machen. Und ich bin heute nicht ganz alleine am Start. Ich habe einen Special-Gast am Start. Und zwar... Butchi, 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 Butchi. Nice, ja, leg dich ins Wasser, ist klar, Alter, was geht ab? Einige von euch haben vielleicht schon das Video von Johnny Hand gesehen, der hat das schon probiert, aber der hat das nicht so schön gemacht, der hat das nicht poliert. Ich finde, das geht um einiges besser, also der hat das ja einfach nur klein gekloppt. Für die, die es nicht wissen, was das ist, man nimmt jetzt hier drei Alufolienrollen und kloppt die klein. Das ist jetzt so die Grobfassung, wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Und ich würde sagen, ich habe hier jetzt so einen fetten alten Baum, Ex-Baum. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich und mein Holz. Boah. Alter, zieht euch mal rein, wie heftig groß das Ding schon ist mit einer Rolle. Und daraus soll man drei Rollen machen, Alter. Wie soll das denn gehen? Jesus Christ. Moli, Alter, zieht euch das Ding herein, Alter, wie groß das ist. Und das sind nur 60 Meter, Alter. Ich glaube, daraus wird jetzt schon der größte Alufolien-Spiegelball der Welt, Alter. Zieht euch das rein. Feuer gemacht. Hast du Feuer gemacht? Ja. Cool. Das war mein Vater. Nicht so laut. Nee. Nicht so laut, hab ich gesagt. Eltern. Wie alt bist du, Papi? Vier. Papi ist schon vier. So, jetzt wird mit dem Hammer hier drauf geklappt und mal gucken, wie klein wir das Ding hier kriegen. Fangen wir erstmal mit dem Kleinen an. Oh mein Gott. Ich und mein Hammer. Alter, der ist... Da muss ich mitpassen. Alter. Ja, wie lange soll der Scheiß dauern, ey? Fangen wir mal mit dem Big One an, Alter. Ja. Oh, da muss was Dickeres her. Haben wir mal die Schwerengeschütze aus. Boom! Stirb! Ah! Ja! Sieht schon aus wie ein Ball, oder? So fast. Früher im Mittelalter haben die mit sowas Frisbee gespielt. Oh, what a catch, bro! Oh, oh mein Gott! Oh, oh, das ist ja kaputt. Oh. Wie alt bist du? 14. 14? Okay. Mit 14 darf man auch schon fahren, oder? Ja, klar. Warum nicht? Okay. Dann zeig mal, was du kannst. Mach, mach, mach! Oh mein Gott, Alter! Digga, zieh dir das rein! Es hat geklappt. Wollen wir es nochmal versuchen? Ich weiß nicht, Alter, du bist voll abgehoben. Ich hatte voll Angst, ey, vor dem Burnout draufgezogen und so. Echt? Ja, man, so nice aus. 20 Minuten später. Stopp, du dreckiger Scheißball! Eine Ewigkeit später. Ein paar Sekunden später. Mama. Fängst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder ab. Ich will euch mal was fragen. Sieht das verf***t aus wie ein Ball? Wie eine Kugel? Ich denke nicht. Digga, ist das dein Ernst? Was machst du da? Bist du ein Strauß oder so? Yo, wieder fresh am Start. Und zwar habe ich das jetzt relativ rund hier hingekriegt. Ich bin mal jetzt in so eine Art Scheune hier gegangen. Deswegen werde ich jetzt hier mit verschiedenen Materialien. Hier seht ihr, da sind richtig tiefe Dinger. Die konnte ich einfach irgendwie rausklappen. Und ich habe echt schon eine fette Blase an der Hand dementsprechend. Ich versuche es jetzt mit Schleifen. Das mache ich natürlich nicht mit der Hand. Das wäre viel zu crazy. Ich werde jetzt erstmal hier mit der Flex machen. Mit so einer Schleifscheibe. Und danach werde ich noch versuchen, mit einer Bohrmaschine hier mit sowas rüber zu gehen. Und am Ende habe ich noch was, um das richtig fein zu machen. Ich hoffe, dass das so aufgeht und dass diese ganzen komischen Ritze, ich glaube, die kommen vom Autofahren, dass ich die auch wegbekomme. Fail-Versuch. Aber einfach mal würde ich sagen, go. Und bevor das losgeht, habe ich natürlich Safety First, meine Schutzmaske hier am Start, weil das, glaube ich, ziemlich viel Alu-Staub aufwühlt. Und ganz ehrlich, hatte heute schon Alu zum Mittag. Oh damn, I look so sexy. Let's go. Wie geht das? Drop it, drop it, drop it.
sieht doch gar nicht so uncool aus bis jetzt. Ich glaube, ganz rund werde ich ihn nicht hinbekommen, weil ich das Loch hier nicht wegbekomme, aber das sieht doch schon mal geil aus. Oh, you touch my tralala. Yeah. Let's go! Alter, das Ding ist so heiß. Man verbrennt sich da fast dran, obwohl ich Handschuhe anhab. Tschüss! Aber sieht doch schon Power aus, Alter, das wird. Das wird. Alter, meine Hand ist so richtig tot vom Festhalten. Ich kann keine Faust mehr machen. Oh mein Gott, das ist so geil. Ich frag mich echt, ob man sich da gleich drin spiegeln kann. Und ich habe schon Ideen für weitere Videos. Experimente. Ja, ja, ja! Acht Uhr eins Abend. Was ist das hier? Jesus Christ, wo guckt ihr mir hin? Hallo, es ist so dunkel. Ah, ich hab den Scheiß in meinen Augen. Alter, das sieht doch schon mal gut aus und ich hab noch nicht mal poliert. Das sieht doch richtig, richtig nice aus, Alter. Wer hätte das gedacht? Es wird jetzt leider zu dunkel, um weiterzumachen. Aber, Alter, heul ich? Sieh doch in meine Augen rein. Ich war nicht geschminkt, ehrlich. Ich werde das Ding morgen weiter polieren. Bis morgen. Yo, nächster Tag. Und zwar sieht das Ding jetzt so aus. Ich werde das jetzt noch polieren mit diesem Aufsatz für die Bohrmaschine und Zahnpasta. Keine Ahnung, ob das mit Zahnpasta funktionieren wird, aber ich habe das irgendwo gelesen und wäre irgendwie auch noch gleichzeitig ein interessanter Lifehack, würde sagen, ich fange einfach mal direkt an, denn time's money. Oh, oh, das Ding wird so fresh riechen. Nächsten Tag. So, wieder ein neuer Tag. Bis auf eine Riesensauerei wurde das nächste mit der Zahnpasta. Beautiful. Oh mein Gott. Also bin ich mal eben schnell zu Obi gehackt und habe mir sowas geholt. Damit habe ich früher schon mal irgendwann irgendein Metallzeug poliert. Damit macht man das Gröbere und mit dieser Paste, glaube ich. Und dann danach kann man es so richtig fein polieren. Ich glaube, mit der Zahnpasta ging es auch, aber extrem fein. Also wahrscheinlich eher, um irgendwie sowas wie Besteck zu polieren. Also falls ihr das wirklich machen wollt, zeige ich euch mal eben wie. Man hält diese Paste, das ist die etwas gröbere, an das gröbere Teil. Und dreht es langsam, sodass da überall gleichmäßig Paste verteilt ist, aber auch nicht zu viel, sonst spritzt das eh nur durch den Gegend. Und immer wieder zwischendurch ranhalten, wenn ihr merkt, okay, da ist nicht mehr genug Paste dran, damit es auch richtig funktioniert. This shit is crazy. Funktioniert 1A. Moment, ich hab Handschuhe vergessen. Oh mein Gott! Ey, ganz ehrlich, das finde ich jetzt schon crazy und ich habe noch nicht mal das feine Ding benutzt. Das sieht richtig, richtig nice aus. Freunde, vergesst die Handschuhe nicht, ihr habt es eben gesehen. Mega Sauerei! So, jetzt werde ich mit der feinen Paste und dem anderen Teil darüber gehen, und zwar mit diesem hier. Danach sollte es aussehen wie ein Spiegel. Alles klar, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie das gleich aussehen wird. Ob ich mich da wirklich drin spiegeln kann. Ich würde sagen, schnacken wir gar nicht mehr lang. Let's go! Sind alle gespannt. Oh mein Gott, Alter, zieht euch das rein. Nur kurz raufgehalten. Oh mein Gott, Leute, Alter, das Ding hat sich wirklich gelohnt. Ich finde es extrem krass, was man da rausholen kann. Zieht euch das rein. Also man kann sich wirklich drinnen spiegeln. Ich hätte das jetzt noch locker ein, zwei Stunden weiterschleifen können. Und ich habe jetzt auch nicht den ganzen Ball gemacht, weil ich damit eh noch weitere Experimente vorhabe und der dann leider zerstört wird. Höchstwahrscheinlich, gehe ich mal von aus, weiß ich nicht genau. Aber zieht euch diese Spiegelungen rein. Also Johnny Hand, wenn du nächstes Mal so einen Spiegelball machst, dann mach's doch richtig und zeig's richtig, du kleiner Fauler. Und du, ich hab dich im Auge. Guck mal, Mann, wie man den erkennt da drinnen. Das ist crazy. Das ist die glatteste Oberfläche der Welt. Also ich find's ziemlich nice. Ich hätte niemals gedacht, dass man sowas aus Alufolie einfach so mit einem Hammer und Schleifgerät und sowas hinbekommt, ohne das irgendwie einzuschmelzen oder so. Finde ich richtig cool. Also ich hätte theoretisch Bock, wenn ich die Zeit hätte, sowas so in richtig schön rund und glatt zu machen. Ich finde das aber schon richtig cool, das Ergebnis hier. Und das nach... Ja gut, ich hing da jetzt doch 2 Tage dran insgesamt oder so, aber ich weiß nicht, einfach nur, um das jetzt irgendwie rausgefunden zu haben, dass das wirklich funktioniert, also schon nice. Also kann ich nur empfehlen, macht es nach, seid aber vorsichtig, wenn ihr mit solchen Geräten arbeitet oder so, denn nur irgendwie mit Aufsicht oder Eltern oder irgendwie so ein Quatsch. Außer ihr seid schon Eltern. Danke, dass ihr bis hier geschaut habt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und teilt das Video. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr Bock habt, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. So, und jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Kamera. Ja, Mann. Aber die ist nicht echt. Das ist eigentlich ein Huhn, was sich als Kamera verkleidet hat. Hä? Ein Huhn, das sich als Kamera verkleidet hat? Ja.